Konzept ist, Wuff zieht Hunde an. Wuff bedeutet natürlich das Bellen des Hundes. Und zieht Hunde an hat zwei Bedeutungen. Die eine ist, der Hund wird herangezogen, um in den Laden zu schauen und uns zu besuchen. Und der andere ist, dass die Hunde angezogen werden, weil sie frieren, weil es ihnen kalt ist. Wir führen außer Kleidung auch noch Leinen, Halsbänder, Geschirre, Futternäpfe, Futter natürlich, Betten, Decken, Shampoo, alles rund um den Hund. So, hier haben wir etwas Wunderschönes, etwas ganz Besonderes, einen Futternapf mit Swarovski-Kristallen. In der kleinen Größe ist er bei 140 Euro. Unser Hundebier, das ist ganz neu auf dem Markt aus Belgien, ist reine Rinder- oder Hühnerbrühe, in dem Fall Hühnerbrühe, ohne Zusätze, ohne Salz, ohne Geschmackverstärker und so weiter. Nichts ist drin, was nicht reingehört. Und Hunde, die Trockenfutter kriegen, die schlabbern das weg wie nix. Ja, und hier haben wir ein Parfum für Hunde. Wenn die Hunde, gerade wenn sie langes Fell haben, feuchte Jahreszeit beginnt, dann ist doch oft einmal ein bisschen ein starker Geruch. Gekauft haben wir natürlich vieles, ist ja klar. Wir haben Schillers Bettchen gekauft, Schillers Leckerli. So ein schöner Liegeplatz und fürs Wohnzimmer so ein kuscheliger. Da habe ich, glaube ich, 70 Euro gezahlt. Es ist immer noch im Preis fair. Man sagt immer, mei, das ist teuer, aber die Halsbänder, ich weiß nicht, soll man die Preise überhaupt nennen, aber die sind auch Preis-Leistung super. Ich meine, da zahlt man halt einmal für ein Halsband mit passender Leine mal 80, 90 Euro. Aber das macht man ja nicht 2-3 Mal im Monat. Das macht man halt ein paar Mal und dann ist man ja gut ausstaffiert.